Warum macht man das? Erklären Sie mir das. Warum heiratet man? Warum heiraten die Menschen? Warum tut man das? Heiraten, was hat das für einen Sinn? Was will das bewirken? Weil Mann glaubt, dass Frau sowas Arme im Leben unbedingt hören will? Hm? Oder weil Frau glaubt, dass Mann wahnsinnig gern Arme im Leben mit Blumen vor ihr knien will? Nein, wir wollen das nicht. Nein, ihr dumm, wir wollen das nicht. Nein, wir wollen nicht mit Blumen vor euch knien. Das schaut total scheiße aus, das ist urpeinlich. Die knien dann weh, das bringt nichts. Entschuldigung bitte, was hat Ehe mit Liebe zu tun? Was hat Ehe mit Liebe zu tun? Mit einer harmonischen Beziehung? Nix, was glauben wir denn? Wir können uns aneinander ketten, damit die Liebe nicht vergeht. Entschuldigen, so deppert sind nicht einmal Hund. Und jetzt wollen die Schwulen auch noch heiraten. Na, bitte nicht, ihr braucht es nicht. Na, es bringt nichts. So schnell können Sie gar nicht schauen, ist er weg. Ja. Nein, das ist wurscht. Ehe ist was vollkommen Veraltetes. Ganz unemotional betrachtet, das ist veraltet. Ehe, das hat historische Gründe. Da geht's um Erbrecht, Sorgerecht. Ja, so ehrlich muss man sagen, das muss man auch wirklich einmal sagen. Ehe ist eine Zweckgemeinschaft für billigeres Wohnen und Vermehrung von Wohlstand. Ja, sagen wir doch ehrlich, gegründet in einem festlichen Rahmen, ja, wo Mann und Frau sich versprechen, noch dazu für ihren besten Freunden sich ein Leben lang zu leben. Entschuldigung, wie es ist. Allein, wenn man das hört, gibt es was Naiveres. Ich brauche doch für Ehe keine vertragliche, irgendwie, das brauche ich doch nicht. Ja? Und alle, die da unten sitzen, pass auf, alle, die da unten sitzen in der Kirche, im Standesamt, die wissen ganz genau, dass das nicht funktionieren wird. Und jeder gefreut sich. Ja? Der eine grinst, der andere heult. Abgesehen davon, mein lieber Freund, hast du das Wort Versprechen schon mal hinterfragt? Das kommt von sich versprechen, aber garantiert, ja. Wollen Sie, gnädige Frau, die hier anwesenden Herren? Ja! Ups. Ja, dann ist spät. Dann ist spät, jawohl. Dann kriegst du einen Vertrag, kriegst du einen Ehevertrag, du kriegst einen Heiratskarte, wie heißt das? Eine Heiratsurkunde kriegst du. Du kriegst eine Urkunde. Lass dir das mal auf der Zunge. Du kriegst eine Urkunde, wie nach einem Skirennen kriegst du eine Urkunde. Ja. Wie nach einer bestandenen Prüfung. Dabei hat man das Ganze erst vor sich. Ja. Es ist sowas von krank. Warum kriegt man vorher Urkunden? Ich würde wirklich einmal total gerne auf der Uni inskribieren. Ich gehe auf die Uni. Ja. Am ersten Tag, ich melde mich an als Student, gehe dorthin, ich inskribiere und ich verspreche dort hoch und heilig, für Medizin inskribiere und ich verspreche hoch und heilig, dass ich ein ganz toller Arzt sein werde, ja, dann lasse ich mir die Urkunden geben und fange sofort an zum Operieren. Ja, Entschuldigung, wo ist der Hut? Das ist so paradox. Das ist so irre. Was? Ja, dann sind es halt die Namen, okay, sollen es die Namen sein. Gut, das verstehe ich irgendwie. Ja, dass man gleich hassen will. Ja, okay, gut. Aber das kann man doch einfacher regeln, da muss man doch gar nicht heiraten. Einfacher regeln halt, was? Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist, wenn man sich verliebt, registriert man sich im Internet und jeder, der länger zusammen ist mit einem anderen als 3 Monate, kriegt automatisch einen Doppelnamen aus. Ja, ja, das geht schon per E-Mail, zack. Ja, was? Na, wenn man sich trennt und wieder verliebt, kriegt man dann einen Dreifachnamen. Ja, was? Ja, und ab 8-fach Namen, gut, ab 8-fach Namen muss man aus den Anfangsbuchstaben einen neuen Namen bilden. Ja. Ja, was, wann kann es Selbstlaute dabei sein, kriegt man automatisch die polnische Staatsbürgerschaft, das ist doch scheißegal, das geht's nicht.